Hallo liebe Basketballfreunde und herzlich willkommen hier auf Crunchtime United zu einer Ersatzfolge, denn ich und der Goddy, wir vertreten heute einen Crunchtime-Kollegen, der ausfällt und da begrüße ich ihn erstmal. Hallo Goddy. Hallo Bela, hallo Zuschauer. Ja, der Goddy hat sich auch schon jetzt hier ein Team gekrallt. Sag selbst, wen hast du ausgewählt und warum? Ich habe die Timberwolves genommen, weil, keine Ahnung, mir kein anderes Team einfiel. Okay, ja. Ich nehme hier die New Orleans Pelicans, einfach aus dem Grund, ihr wisst sicherlich, der größte Trade zuletzt, Boogie Cousins, ist gewechselt nach New Orleans und wird jetzt hier den Frontcourt bilden mit Anthony Davis. Also das ist natürlich eine Power da unter den Brettern. Dafür natürlich leidet ein bisschen der Backcourt. Wir werden jetzt sehen, wie sich das Ganze dann im Spiel verhält. Wie hast du den Trade gesehen von Cousins nach New Orleans? Gleichgültig. Obwohl ich die Pelicans, also Anthony Davis, ja durchaus gut finde. Ne? Habe ich ja, im letzten Teil habe ich ja die Pelicans auch zum Titel geführt im GM-Modus. Aber ansonsten ist mir das eigentlich egal. Wie gesagt, ich habe die Timberwolves genommen, weil nicht aus Langeweile oder weil ich einfach gedrückt habe, sondern weil mir die NBA momentan nicht so gefällt. Und ich so mit keinem Team so wirklich warm werde. Darf ich mal kurz ins Menü gehen? Ja, gerne. Ich möchte nämlich dann doch schon gerne, wenn das hier die Möglichkeit, ja, meine Spielzüge anmachen. Ja, das würde ich auch gerne, aber ich kann nichts machen, wenn du ins Menü gehst. Das ist interessant. Okay. Warte kurz. Alle voll, alle Spielzüge. Passt. Sondern, so, kannst du jetzt? Na, ich muss im Ballbesitz gleich erst kommen. Machen wir erstmal weiter. Schön, oh, ja, fast hier gleich Moment der losläuft, wo er nicht loslaufen darf. Da ist er, der Boogeyman, auch in der Defense zu gebrauchen. Und zack, das Ding auf Anthony Davis, eine sichere Sache. Oh, delay, delay. So, du bist immer noch ins Power-Menü gegangen, dann hast du Pech gehabt. Das ist richtig, ja. Aber der Fast Break lief so schön, das wollte ich nicht abbrechen. Warum kein Floater? So, jetzt aber erstmal. Ja, da ist er, der Bela im Menü. Genau, also. Ja, wo haben wir das denn? Ist nicht das. Ach doch, Trainereinstellung war ich ja Trainer, drin. Ja, ja. Alle Spielzüge voll. Habe ich schon. Haha. Ja, so geht's natürlich auch. Ich werde aber nochmal die Kamera verändern. Dann hat sich die Pause auch gelohnt. So, weiter geht's, Gordy. Ja. Ja, wir spielen das komplette Team jeweils. Wir hatten gerade schon mal ein Spiel versucht einzustellen. Da haben wir irgendwie irgendwas Falsches ausgewählt und jeder hatte nur einen Player, den er steuern konnte. Deswegen haben wir gerade hier nochmal einen Restart gemacht. Aber habt ihr alles nicht mitbekommen, spielt alles keine Rolle. Wir konzentrieren uns jetzt hier auf den Monsterblock von Karl Anthony Towns. I love it. Der hat natürlich alle Hände heute voll zu tun dann. Oh, delay, delay, delay. Mit Davis und Cousins. Der auch Dreier werfen kann. Wie wir hier sehen. Hast du NBA 2K hier den Teil schon online gespielt? Oder ist gerade erschreckend, wie gut du mit dem Delay wieder mal klarkommst? Also bei mir ist wenig Delay. Ja, wenig, ja, aber er ist trotzdem da. Ja, weiß ich nicht. Wir spielen auf All-Star. Also ich glaube, der Schwierigkeitsgrad, der verzeiht auch noch so ein bisschen Mistiming bei den Würfen. Ich glaube, ab Superstar, da musst du dann wirklich immer fast perfekt da die Releases treffen. Meine Fresse. Auch daran, keine Ahnung. Ja, das ist mein Problem. Mit dem Delay, ich online das letzte Mal gespielt, das habe ich in einer anderen Aufnahme gesagt, als Check auf dem Cover war und mir tut das weh. Hm. Dieser Delay. Oh je. Yeah. Ja. Dicke Reime, dicke Beats. Ja, ich bin Rapper. Ja, absolut. Ich wusste nicht, ob ihr es schon wusstet, aber ich bin Rapper. Jetzt müssen wir hier zum Abschluss kommen. Ja, zu spät. Jetzt nicht mehr. Müssen wir mal hier mal den Fernseher ein bisschen lauter machen. Die Shot-Clock höre ich in diesem Jahr gar nicht irgendwie. Ja. Das ist, ich höre die Fans, aber die Shot-Clock habe ich echt Probleme mit. Ricky Rubio, der war ja hier bei den Knicks im Gespräch für einen eventuellen Wechsel mit Derrick Rose. Der nächste Turnover. Ja. Nicht schlecht, wie du die Timings drauf hast. Läuft bis hierher. 7-0.
Wiggins hat hier richtig Probleme gerade klarzukommen. Ich habe schon off the records gesagt, ich finde die Timberwolves haben wirklich sehr, sehr gut besetztes Team. Kings momentan aber irgendwie nicht aufs Parkett, liegt aber glaube ich einfach daran, dass das Team insgesamt noch sehr jung ist, ne? Ja, die werden sicherlich noch ein bisschen Entwicklungszeit brauchen, aber mit Wiggins, auch Zach LaVine, der jetzt hier gar nicht startet, und natürlich auch Karl Anthony Towns, da ist schon Zukunftspotenzial da. Und jetzt wieder das Post-Duell, interessant. Cousins gegen Towns. Boah, jetzt kotzt mich mit dem Timing so an hier. Es ist egal aus welcher Distanz. Ah. Schön. Ja, bin gespannt, wann dein erster Wurf hier fällt. Ja, gar nicht. Oh, die springen. Ja. Bei dir fällt irgendwie alles. Hast du was anderes eingestellt? Oder? Bei mir ist egal, ob nah, ob fern, alles geht nicht rein. Ja, der stand jetzt auch natürlich mega frei, aber vielleicht liegt es auch daran, dass ich Heimspiel habe. Vielleicht läuft es bei mir ein bisschen flüssiger. Also, beziehungsweise ich bin hier der Host. Also, Timing-Balken ganz voll. Kein Foul! Das ist natürlich eine sehr kreative Entscheidung. Geht da den Schritt genau auf die Baseline, genau da, wo der Drive stattfinden soll. Und geht in den Mann rein. Also da kein Foul zu pfeifen, ist sicherlich eine gewagte Entscheidung. So, und irgendwie laufen sie jetzt hier nicht die Spielzüge ab, wie ich es will. Ah, und da kriegt er hier noch, ne? Weil er beim Timing nicht schon bevorteilt wird, kriegt er jetzt noch das Foul. Ja, ja, der Bela. Weiß Gott, was der da eingestellt hat. Weiß Gott, was der da eingestellt hat. Ja, alle Cheats aktiviert hier. Erster Fehlwurf gefühlt. Oder vielleicht tatsächlich. Ich weiß gar nicht. Wenn man den Block abzieht. Hallo, was ist denn jetzt los? Ja, wo startet der Spielzug hier? Nirgendwo. Da, okay. Hä? Und jetzt ist der Spielzug nicht mehr da. Okay. Das ist aber schnell geändert hier. So, das sieht gut aus. Hey, Timberwolves haben wir schon ordentlich ausgewechselt, ne? Und wieder keinen Verlauf. Klar, bei dem der geht rein, naja. Okay, ersten Punkt. Ja, 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 war Auswechslung am Start, ja. Muss ja, muss ja. Ich weiß zwar nicht, warum er Towns auswechselt, aber... Ich wusste gerade nicht, wer die Nummer 12 ist, deswegen habe ich mich nicht getraut zu werfen. Eieieiei. Das war kein guter Angriff. Aber. Der ist nicht reingegangen! Nein! Einfach bald. Du verarsch mich doch, jetzt mal ohne Scheiß! Ich bin selbst überrascht, wie gut das hier läuft in der Offense. Nein, nicht werfen, Idiot! Schade, dass er den Pass dann nicht mehr nimmt. Aha. Ah, es gibt sie noch, die Fehlwürfe. Warum spielt er den Dreieckpass denn nicht mehr hoch? Also eigentlich kenne ich es, wenn ich einen Dreieckpass spiele. Ja, ja, genau. Spielt er den als Lobpass? Passiert aber nicht mehr. Okay. Ich hatte mir das irgendwann mal in den letzten... Spielen, die ich mit meinem Pro gespielt habe, angewöhnt. Ich habe ja einen Point Guard und da habe ich extra darauf geachtet, dass ich hier Lobpässe spiele, aber hier will er das nicht. Ja, nochmal. Ja, wenn es gleich die Situation zulässt. Ja, und alles, was ich aus dem Feld treffe, versemmel ich an der Freiwurflinie bisher. 0 von 4. Ja, mir kommen die Tränen. So, Zeit läuft. Das ist offensiv voll übrigens. Aber egal. Den hätte jeder bei mir weggestealt. Also... Oh, da war die Uhr runter. Ja. Da war ja ein Pass durch mich durch. Die sind bei mir alle immer weg. Und der hat nicht mal drei. Jetzt hat sich jetzt schon alles gegen den Gotti verschworen. Ja. Ersten Viertel. Nee, alles nicht, aber bei dir geht ja hier wirklich, fällt bis auf die letzten. Wie ist die hässlich? Boah! Was sind das denn für Chili da hier in Norden? Die sehen gruselig aus, das stimmt. Die sind aber normalerweise besser getroffen.
Da muss 2K auf jeden Fall mal nachbessern. Na, normalerweise sehen die ein bisschen besser aus. Keine Ahnung, warum die hier so. Vielleicht sind das so die Cheerleader New Orleans, keine Ahnung. Ja, kann sein, ne, die alten Flutopfer. Ja, er müsst switchen. Also, wenn der unten nicht mitgeht und ich switche, dann muss er oben bleiben. Wenn der dann auch noch runterkommt, ist das blöd. Ja. In dem Moment müsste man zwei Spieler auf einmal steuern können, dann könnte man das verhindern. Aber so hat man irgendwie Pech, ne? Ah, der war blöd. Ja, der war richtig. Ah, Glück gehabt. Bleibt in meinem Besitz. Ja. Chabas. Ja, eigentlich das Timing recht voll. Nicht ganz voll und schon gar nicht grün, aber... Wieder so ein Pass, der bei mir sehr arglich gewesen wäre. Na klar. Na klar. Also entweder du zockst wirklich sau viel online und vor allem auch mit diesem Team. Oder ich kann mir das nicht erklären. Und ich habe hier einen anderen Schwierigkeitsgrad als du. Das ist ja... Ja, klar. Ja, klar. Ey! Was ist das denn? Oh. Oh, und ja, der geht rein, der ist nur halb voll. Das ist schon kurios. Siehst du meine... Nee, meine Schuss-Timing siehst du nicht, ne? Nee. Der war halb voll, der war total verkrüppelt. Sehr eigenartiges Spiel. Ich weiß schon, warum ich so anfragen wie, ey, spielst du mit unserer Online-Liga? Alle strikt mit, vergiss es. Dieses Spiel stinkt online so unfassbar. Alle 2K-Modi, auch WWE 2K, haben diesen integrierten Delay. Ich kann es mir nicht erklären, aber ja, der soll nach oben gehen. Da oben. Ja, schön. Ja, schön gemacht von Wiggins. Green Release. Mit seiner Athletik. Ist so. Also wirklich athletisches Gärtchen. Boah, oh, wie er wegrutscht hier. Oh! Ja, auch da möchte ich nicht sagen, wo der Ball gelandet wäre, wenn ich diesen Pass gespielt hätte. Egal ob jetzt hier oder allgemein in meiner Karriere. Die KI bestraft so Dinger ja eigentlich immer. Ja, das stimmt. Auf der anderen Seite spielen die Dinger aber unbeschadet. Das ist. Passsystem ist für mich ein Graus. So, was ist passiert? Achso, war wieder schlechte Defense. Ja, ich erinnere mich. Ich finde es ein bisschen blöd, dass unter den Spielernamen immer nur Bela und Gotti steht. Ja, das tut mir sehr weh, ehrlich gesagt, weil ich die Spieler natürlich hier gar nicht so wirklich. Oh, der kommt da auch nicht an sich vorbei. Ja, zumindest wenn die Secondary bei den Pelicans aufläuft, weiß ich nicht so wirklich, wer das da so ist. Shotclock nicht gehört, ja. Nee, keine Ahnung. Kann ja nicht die ganze Zeit nach rechts unten gucken. Nicht mal die Fans habe ich gehört. Ich glaube, die Heimfans rufen das auch nicht dann, ne? Naja, die werden Teufel tun und dir helfen. Ja. Mir helfen. Macht mich doch nur nervös. Ja, ne, so ein Foul. Das ist richtig. Wobei du mir beim Rebound auch irgendwie interessant weggerutscht bist. Eigentlich habe ich Ausblocken gedrückt. Und Towns soll jetzt nicht so schlecht unterm Korb eigentlich sein. Oh, ja, schön weggeblockt. Der Karl Anthony. Hat er gerochen. Ah! Ah, tick rein. Er hat sich überlegt, ob er reingeht, aber. Naja. 10-18. Ein bisschen kommst du wieder ran. Wenn du Pelicans Coach wärst, würdest du eher darauf setzen, beide, also Cousins und Davis, eher versetzt spielen zu lassen? Oder würdest du auch gucken, dass die beide immer schön zusammenspielen? Twin Towers, volle Rotze. Ja, ne? Also, natürlich ist es gut, wenn du nicht beiden gleichzeitig jetzt jedes Mal in die Rotation die Minuten wegnimmst, aber ansonsten würde ich schon gucken, dass es... Monsterblock. Nur wieder auch voll drauf. Und in der Zone stehen die ganze Zeit Leute. Ich weiß nicht, wer jetzt hier gedeckt werden muss. Ja, jetzt passt es, glaube ich, halbwegs wieder.
sich wieder irgendwie mal abschließen langsam. Oh oh. Schön, schöner Pass. Ja, ja. Hauptsache so Dinger landen beim Gegner. Also du spielst ganz andere Pässe teil. Jetzt nicht mehr die letzten Angriffe, aber vorhin. Und die wurden nicht bestraft. Und der Gordy kriegt's wieder hier mit der vollen Härte. So, pass mal auf. Jetzt beginnt der Affentanz. Was ist er denn so blank? Yes, baby! Ist schon ein Scherz, oder? Ich meine, du hast gerade einen Turnaround J von der Baseline. Jawohl! Ein Turnaround J von der Dreierlinie in Bedrängnis reingemacht und naja. Ja, der macht war, Spaß, der war aber Mega. Schon am danke. Ende noch contested. Danke, dass du mich hier. Ne? Rubio ist ja jetzt auch nicht der beste Dreierschütze, muss man auch dazu sagen. Nein, nein. Das ist richtig. Muss vielleicht auch einfach nur in der Bewegung und in der Bedrängnis hier abgehen. Wer ist er überhaupt? Keine Ahnung. Keine Ahnung. Ich habe auch keine Ahnung. Mal lieber wegbleiben. Ja. Und meiner lieber mal nicht hinhechten. Er springt lieber. In die Luft. Norlands. Boah, was ein Delay, Alter. Das ist so schwammig. Es zieht echt nach. Ja, ich glaube, dass da ein bisschen der Hase im Pfeffer liegt für dich, dass du mehr Delay hast als ich, weil ich hoste. Ich könnte gerne dann auch nochmal beim nächsten Mal, dass du mal hostest. Vielleicht läuft es dann für beide ein bisschen besser. Keine Ahnung. Es ist aber nicht so schlimm wie unserem ihr Pro-Am-Dings. Okay. Ja, da war es richtig übel. Naja, komm. Irgendwo ist albern. Zwischen albern und blöd erreicht. Und dann kriegt er den Rebound noch, der Lutscher. So, 7 Sekunden noch. Ich meine, er war jetzt auch kein Gegner mehr, ne? Nach dem Post und dem Skimmy-Move war da ja keine Gegenwehr mehr. War ja offener Wurf. Oh! Plong! Man muss sich an den Delay gewöhnen. Ja, das ich glaub, ist dann kannst du auch damit arbeiten. Aber wie gesagt, ich habe seit 6, 7, 8 Jahren kein Team gegen Team NBA 2K mehr gespielt. Ja, es ist ja auch nicht angenehm, sich an irgendeinen Delay zu gewöhnen. Also, wie gesagt, gerne dann nochmal ein Rematch und dann mal testen, wenn du hostest. Aber natürlich ziehen wir das jetzt an der Stelle durch. Ich glaube nicht, dass das ich. Ich glaube, es geht hier über den Server. Ach so. Und nicht, dass einer hostet. Okay, ja. Ich glaube. Wie gesagt, bei mir fühlt sich das relativ flüssig an. Ich habe da jetzt keine Probleme. Das ist natürlich dann schon ein Vorteil. Ja, ja, da ist der Ball wieder mal beim Bela, obwohl ich dazwischen war. Ein bisschen mehr Glück würde jetzt wirklich angebracht sein hier. Oh, schwammi, schwammi. Und meine KI verteidige ich jetzt nicht so, als dass es hilfreich wäre. In dem Fall Rubio, der da gar nicht mit seinem Gegenspieler mitgeht. Oh. Der läuft uns aus. Also ich kann's. Wollte er sich einen Hotdog holen, oder was war los? Ja. Nach unten gedrückt und der läuft weiter einfach nach links. Ja, aber der landet ja bei dir, ist ja alles gut. Ja. Alter, leg hier Benny Hill Musik drunter und es läuft. Ohne Scheiß, ohne Scheiß. Und warum ist da unterm Korb kein Gegenspieler mehr? Ha? Ich bin mit dem Point Guard unterwegs. Und unterm Korb ist einfach mal kein Gegenspieler mehr. Ah, Rubio, der Einzige ein bisschen mit Gegenwehr. Boah. Oh. Und der Ball bleibt beim Bela. Das kommt ja überraschend. Ist ja selber jetzt schon ein bisschen affig. Ja. Aber was soll ich machen? Soll ich den Ball herschenken? Das geht ja und der nicht. Ball bleibt beim Bela. Und das war ein Schweinepass. Sorry, aber das war kein schöner Pass. Den habe ich ein zu viel gespielt. So. Wer immerhin, das macht mir Hoffnung, es wäre, wenn das Spiel ein bisschen gerechter laufen würde. Aber gut, Leben ist nicht gerecht, aber es wäre ein bisschen ausgeglichener. Ja, das ja lauf doch einfach um ihn rum.
Ah, da mag keiner rausgehen. Glück gehabt. Nicht doublen, warum doublet ihr? Wer ist eigentlich er hier, die 1? Keine Ahnung. Steht da drauf, kann ich nicht lesen. Guter Mann. Jones oder so? Jones. Ich kann dir nicht sagen, welcher Jones. So gut kenne ich das Timberwolves-Team auch gar nicht. Ich weiß nur nicht, wo Levine abgeblieben ist. Schöne Bewegung, ne? Aber der fällt dann auch, ne? Gerade bei mir auf der anderen Seite ist er halt auf dem Ring rumgetickt und raus. Ja. Wobei, da war es auch, weiß gar nicht, mit welchem Spieler ich das gemacht habe. Diop oder wie heißt der? Diop? Jeng oder so? Jeng, Dieng, Dieng. Jeng? Der halt. Genau. Ihr wisst schon. Andere Big Guy. Ja, overpowered da, Wiggins. Ist wütend. Ja. Ah. Ja, der Boogeyman ist heute heiß. Jo, alles klar. Gibt dann auch kein Foulpfiff leider. Ja, beim Bela hat er hier wieder Foul, technisches Foul, Flagrant Foul und alles in einem gemacht hier. Der Bela! Der hat die bestochen! Ja, Sekunden Offense. Parkt er in der Zone. Parkt er seinen Hintern in der Zone. Und was macht der Bela? Spielt ihn natürlich auch noch an. Spielt ihn auch noch an. Das interessante Duell, Towns gegen Cousins. Ah, gute Antwort. Es gibt aber auch keinen Pfiff, ne? Ich habe noch, du hast ja nicht einen Foul, doch einen Reach-In hast du vorhin gemacht, aber unterm Korb oder so noch nicht ein Foul-Pfiff. Ja, das ist gemein, wenn du das machst. Was mach ich daher, denn? Ja, daher zu gehen, bei mir zieht das so nach, ich kann das gar nicht verteidigen. Ich nehme einen Bicker hier. Da habe ich, glaube ich, mehr Chancen, als wenn ich einen Point Guard verteidige. Oh, da springt mein Spieler nach hinten. Den macht er nicht, der Cousins. Boah, was für ein Pass hier. Ja, den einfachen macht er nicht. Nein, nicht passen! Ja, Hand am Arm hier. Warum gibt's da keinen Witz? Was hat er jetzt? Timeout oder was? Ja. Ja. Wo ist Levine? Ist der verletzt oder so? Ja, das frage ich mich auch, ja. Ich dachte erst, dass er vielleicht so als Six-Man dann eingewechselt wird, aber bisher habe ich ihn nicht gesehen. Ja, haben die den weggetradet? Nee, das habe ich nicht gehört. Also. Er ist schon noch ein Timberwolf, aber offenbar dann verletzt. Also ich denke schon, dass aktuelle Kader hier dann auch die Verletzung berücksichtigen. Hat doch der Bela schon wieder seine Finger im Spiel. Bling. Von 8 Metern entfernt. So. Jetzt habe ich auch keinen mehr, den ich irgendwie anspielen wollen würde. Towns, ist nicht drin. Er ist nicht mehr da. Schön. Der Spielzug war eigentlich weiter nach in die Mitte, aber er bleibt einfach da mal stehen. Oh, der V5! Oh ja. Jelica? Also jetzt sind wirklich die Elite auf dem Feld. Freiwürfe zieht auch nach, aber er hält sich in Grenzen, warte mal. So sollte passen. Oh, jetzt gab es einen Leck. Wahrscheinlich durch deinen Zuschauergeruckel oder so. Plötzlich war der Ball im Korb bei mir. Drückst einmal Stil, da ist er in der Mittellinie. Krass, so mag.
Laufen, laufen, laufen. Danke. Ja, die Zuschauer werden später diese Folge aus meiner Perspektive sehen. Wobei es mich jetzt auch mal interessieren würde, wie es bei dir aussieht. Ist dann so wirklich so sehr leckt. Nein, es zieht nach. Das fällt mir schwer, mich daran zu gewöhnen. Da braucht man wahrscheinlich ein bisschen. Aber... Und mir fehlt so ein bisschen die Help-Defense allgemein. Ja. Hast du jetzt gedoppelt selbst oder hat das wer die KI übernommen? Gedoppelt selbst? Ich hab gar nicht gedoppelt. Ich hab okay. Scheiße gebaut mit meinem Spiel, aber... Okay. Also wenn ich so in die Leute reinlaufe, ist der Ball weg bei mir. Ah. Ah, Ende, bitte. Ne, auch beim Switchen oder so. Entweder switchen sie nicht oder du switcht und er kommt auf einmal mit. Das nervt ein bisschen. Aber ich halte mich doch gar nicht so schlecht. Ja. Bin begeistert. Wir sind es, 16 Punkte. Mir reicht es. Vom ersten Viertel, wenn man das mal abzieht, das war nicht gut. Naja, lauf mal ihn rein. Es ist schon okay. Ich denke, wenn man das öfter spielt, wird man den Delay einfach online nicht mehr spüren. Dann ist die Frage, wie verhält es sich, wenn du offline spielst und dein Delay auf einmal nicht mehr hast? Kannst du das einfach so... Dann kommst du da gar nicht drauf klar wahrscheinlich. Ist das so? Ich weiß nicht. Kann sein. Oder man sagt einfach, nö. Die Umgewöhnung ist relativ einfach. Yang ist weniger hilfreich, als er vielleicht glauben mag. Jedes Mal zieht er irgendwo hin. Ich habe keine Ahnung, wohin, ey. Oh, was für einen schnellen Release er hat. Das ist natürlich das Nächste. Ich kenne das Team echt gar nicht. Ah, der Ball. Kann gestealt werden. Kann gestealt werden. Wobei zu klein der Gegenspieler, ne? War schon ein Mismatch dann. Ja. Mit den Armen kommt Ruby oder nicht wirklich in den Passweg. Hat er den Körper zwischen deinem Spieler und Ball? Na, so bitte. Ich weiß ja nicht, was du da siehst. Stand schon ein bisschen abseits Richtung Baseline. Jedenfalls bei mir, keine Ahnung. Und Rubio stand sehr weit innen. Nee, das darf ich nicht spielen. Naja. Wie gesagt, bei mir vom Coast to Coast. Bestraft. Und das ist auch richtig, dass er bestraft wird. Der passt da wirklich ultra schlecht. Na komm, mach mal ruhig noch ein bisschen. Wer ist er? Ich weiß ja nicht mehr, wer die Dreier werfen kann. Ja. Ah, Wiggins unterm Strich ganz gut heute. Hat aber Cold. Also war irgendwie... Wahrscheinlich nicht ganz erfolgreich vorhin. Ich hab den eigentlich nur gut in Erinnerung, aber... Auch der Pass ist... ganz knapp... getimed gewesen, finde ich. Na, Cousins da auch mal ein bisschen Platz machen würde, aber reicht trotzdem. Ja, ich kann jetzt gar nicht unbedingt sagen, ist das jetzt hier super angenehm mit den Pelicans zu spielen? Wie gesagt, ich glaube, wenn der Gotti da jetzt nicht so Connection-Probleme hätte, dann... Ich glaube nicht, dass es Connection-Probleme sind. Anders aussehen. Ich glaube, es ist einfach so. Das ist ja schon ein großer Nachteil. Aber... Aber wie gesagt, ich glaube nicht, dass es Connection-Probleme sind. Ich glaube, das ist der Spielmodi wieder mal. Also der 2K-Online-Modus, der zieht halt nach. Da kannst du... Ob WWE oder hier... Wie gesagt, im Pro-M-Modus fand ich es richtig, richtig schlimm. Da hatten wir nur Probleme. Na. Oh. Wir zurückgetippt. Wie beim Volleyball.
wie gesagt, Jeng ist nicht ganz so hilfreich, wie er vielleicht glauben mag. Fängt dann den Ball und steht unnötig dann auch noch zusätzlich mit dem Fuß im Aus. Er hätte auch mal einfach treffen können. Ja, ja. Dürfte eigentlich nicht rein. Ja. Der wäre schon frech gewesen, wenn er reingegangen wäre. Noch hier wird nicht zum Korb gezogen, sondern gejumpt. Ich weiß nicht, warum er da nicht zum Layup geht. War ja offen in dem Moment. Foul, Towns, ist doch in Ordnung. Ich dachte, der kippt um. Der schnellen Freiwurf. Also in einer Sache war es deutlich besser, das waren die Freiwürfe. Ich weiß nicht, ob dir das jetzt noch irgendwas bringt, aber kann man festhalten. Und das mit Delay, also gut ab. Nee, kann ich mir nicht vorstellen, dass der reinhüpft. Wobei doch bei dir schon. Erste Halbzeit, denk dran. In Not. So, was haben wir denn hier? Au! Soll das alleine machen. Wiggins. Und dann mit dem Foul auch noch hinten. Keine guten Aktionen jetzt an der Stelle. Aber ich mache einfach keine Freiwürfe rein. Also ich habe die zwar jetzt nie perfekt released, aber die waren alle in der Nähe. Also da darf auch mal einer reingehen. Plong! Der war wahrscheinlich zu offen, der Ball. Kann sein. Er macht keine Wurffinte, sondern macht irgendwie ganz lustige Moves. Er zieht nicht. Ah, nice. Das drücke ich alles nicht. Ich weiß nicht, was hier passiert, aber erstmal soll er einen Spin-Move aus dem Hotstep machen. Aus dem Sternschritt machen. Macht er nicht. Oh, ganz unten. Ich weiß nicht, was das für eine Defense ist, aber unterm Korb stand schon wieder einer ganz blank. Bela spielt die Uhr runter. Ich will auch ein bisschen Spielzüge durchlaufen. Aber es sind meistens immer dieselben, die hier gecallt werden von der CPU. Und die dauern immer alle relativ lange, bis da mal was durchgelaufen ist. Shotclock. Hätte auch weiterlaufen können. Ich glaube, wäre profitabler für mich gelaufen. Als da Shotclock Violation. Ja, zu ja. Ah, hüpft rein. Guck mal, 9 Punkte. Hast schon noch ein bisschen hier. Ergebniskosmetik betrieben. Ja, wild zu spielen scheint mir eher zu liegen, ja. Ist ein wilder, Gordi. Ein Wild. Musst du dir auch treu bleiben. Oh, da dachte ich, jetzt passe ich den Mann im Aus an. Guck mal, das sieht doch gar nicht so schlecht aus, das Ergebnis. Ja. So sieht's aus, Freunde. Ja. Ja. Am Ende sieht das Ergebnis gar nicht so schlecht aus für dich, finde ich. 48, ja, ja. 41. Also Hut ab, dass du dich da trotzdem so weiter reingehangen hast und dich festgebissen hast hier an die Fersen der Pelicans. Es braucht Übung. Also dieses leicht Nachziehen, das musst du, wenn du das einmal verinnerlicht hast und dann auch das Team kennst, dann geht es, glaube ich. Weit, weit, weit entfernt davon, so schlecht zu sein wie der Pro-M-Modus. Der tut mir echt weh. Der wäre so schön zu spielen und wir hätten auch richtig Bock drauf, aber ja. Ja, das ist schon ein bisschen Spaßkiller dann. Absolut. Ja, ich schaue gerade hier nochmal in die Statistiken. Ja. Cousins, Topscorer mit 17 Punkten. Davis 8, Cunningham 8. Und beim Gotti, Wiggins bester Mann wahrscheinlich mit 13 Punkten. Towns mit 7 Rebounds, 7 Pünktchen. Ja, Freunde.
Ja, ja, ja. Ich hoffe, bin ich unzufrieden, aber es hat euch unterhalten. Ja, ein bisschen mehr Glück nächstes Mal auf meiner Seite, dann wird es noch ein bisschen enger und dann das Schwammige mit einbrechen und das Team kennen und dann erleben wir hier grandiose Matches. Was ich auf jeden Fall mit dem machen möchte, ist, dass wir beide in einem Team spielen. Das ist, glaube ich, ganz cool. Das werden wir definitiv machen. Vielleicht für ein Video auf unserem Kanal. Ja, ja. Ich würde da einschalten. Jetzt direkt den Bela und den Gordi abonnieren. Ja, wenn nicht schon längst geschehen. Wenn Schande. Nicht, natürlich. Doppel abonnieren geht auch. So. Ja gut, ich sag schon mal Tschüss und der Bela sagt jetzt anständig Tschüss. Ja genau, Leute. Also wie gesagt, wir waren heute in Vertretung für einen Crunchtime-Kollegen. Ich hoffe, der Kollege ist dann nächste Woche wie gewohnt wieder zurück am Start für euch. Ich hoffe, wir konnten euch etwas unterhalten und den Kollegen gut ersetzen. Leute, schaltet wieder ein, haut rein. Macht's gut, euer Bela.